Grüß Gott, meine Damen und Herren. Heute geht's um das Thema Mixbusse. Das ganze Thema ist vielleicht ein bisschen verwirrend, beziehungsweise könnte easy sein, dass man da ein bisschen durcheinander kommt. Aber genau deswegen mache ich ja die Videos hier. Im ersten Video, das ich hochgeladen hatte, hatte ich ja erklärt, dass ein Mixbus nichts anderes macht, als mehrere Input-Signale nehmen, die zu bündeln und als ein gesammeltes Signal auf einen separaten, vom Main komplett unabhängigen Output zu schicken. Also grob kann man sagen, dass Mixbusse quasi Outputs sind, nur wo nicht wie beim Main alle Kanäle genommen werden, die dann gebündelt werden und dann quasi als gesammeltes Signal rausgeschickt werden, sondern ihr könnt selber entscheiden, welche Kanäle, also welche Inputs gebündelt werden und dann aus diesem Mixbus rausgeschickt werden, also aus Mixbus 1 oder so. Das hat den absolut geilen Vorteil, dass wenn Monitor-Lautsprecher benutzt werden, also diese Lautsprecher, die auf der Bühne stehen und der, ach keine Ahnung, Gitarrist sagt, jo, ich will jetzt den Gesang, ich will die beiden Pianos, ich will den E-Bass, ich will Schlagzeug oder so und meine eigene Gitarre auf meinem Monitor-Lautsprecher haben, dann könnt ihr das auch genauso einstellen. Damit könnt ihr also jedem Einzelnen, der noch übrigen 12 Outputs an der Stagebox oder halt am Mischpult, ganz nach eurer Wahl sagen, was da rauskommen soll. Es gibt zwei verschiedene Wege, wie man das jetzt einstellt. Der zweite ist auf jeden Fall wesentlich schneller und auch verständlicher, aber ich erzähle euch trotzdem von dem ersten, weil man den auch echt manchmal brauchen kann. Im Grunde macht man bei beiden Varianten das Gleiche, nur dass man bei dem einen Weg quasi einem einzelnen Input-Kanal sagt, du kriegst jetzt die und die Mixbus-Outputs zugeordnet und bei der anderen Variante sagt ihr dem Mixbus, welche Inputs er zugeordnet bekommt. Also es ist eigentlich nur ein perspektivischer Unterschied. Ihr müsst eigentlich nur in dem Moment, wo ihr das einstellen wollt, quasi wissen, welche Variante schneller ist und welche mehr Sinn macht. Meistens ist es eigentlich die zweite. So, also, wie macht man das jetzt? Ich benutze dazu das Beispiel mit der Band, weil das dann wirklich viel einfacher ist zu verstehen, weil man das dann wirklich an einem praktischen Beispiel sieht. Unsere Band hat jetzt zwei Gesangsmikrofone, ein Schlagzeug, das Schlagzeug hat ein Bassdrum-Mikro und zwei Overhead-Mikrofone. Wir haben zwei E-Gitarren, die mit einer DI-Box abgenommen werden. Wir haben zwei E-Pianos, die Stereo sind, deswegen immer zwei Kanäle brauchen. Und wir haben ein Saxophon, das ein Funkmikro angeklippt hat. Es gibt so kleine Instrumentmikrofone. Im Grunde ist es eigentlich ein recht klassisches Setup. So, jetzt haben wir insgesamt 13 Kanäle und 7 Monitorlautsprecher, weil jeder Spieler hier das Privileg hat, einen eigenen Monitorlautsprecher zu bekommen. Deswegen schaut die Kanalliste bei uns jetzt folgendermaßen aus. Wir haben auf Kanal 1 den Gesang 1, auf Kanal 2 Gesang 2, auf Kanal 3 Gitarre 1, auf Kanal 4 Gitarre 2. Ich habe die absichtlich nummeriert, weil Gesang 1 und Gitarre 1 beides der gleiche Spieler sind. Deswegen braucht man da nur einen Monitorlautsprecher. Kanal 5 ist der E-Bass, Kanal 6 ist die Bassdrum, Kanal 7 und 8 sind die Schlagzeug-Overheads, also links und rechts. Kanal 9 und 10 E-Piano 1, Kanal 11 und 12 E-Piano 2, das sind ja Stereo, deswegen immer zwei Kanäle. Und Kanal 13 dann unser Saxophon. Das ist jetzt nur beispielhaft, wie ich die Kanäle belegen würde, das kann ja jeder selber machen, wie er will. Niemand schreibt euch vor, auf Kanal 13 müsst ihr das Saxophon packen, das könnt ihr irgendwo auf 1 bis 32 machen. So, bei der Mixbus-Kanalbelegung, beziehungsweise halt wo welche Monitore auf welchem Output angeschlossen sind, schaut es folgendermaßen aus. Auf Output 1, also auf dem ersten Monitor-Lautsprecher, der auf der Bühne steht, haben wir den Typen, der Gitarre und Gesang übernimmt. Auf Output 2, also der zweite Typ, übernimmt Gitarre und Gesang 2. Auf Output 3 ist der Monitor-Lautsprecher für den Typen, der den E-Bass spielt. Monitor 4, also Output 4, ist Piano 1. Monitor 5, Piano 2. Monitor 6, also Output 6, ist der Monitor-Lautsprecher beim Schlagzeug und Monitor 7 ist der fürs Saxophon. Und natürlich haben wir dann noch Output 15 und 16, weil das sind unsere Main-Outputs, deswegen jucken die uns eigentlich gerade nicht. So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, müssen wir ja wissen, was die Leute auf ihren Monitorboxen drauf haben wollen. In dem Fall, ja, ich meine, hingehen und fragen, aber wenn es eine professionelle Band ist, dann haben sie meistens eh einen Tech-Rider dabei, wo der ganze Bums draufsteht. Um jetzt aber wieder auf das Beispiel zurückzukommen. So, wir wissen bei Monitor 1 jetzt, dass das der Typ ist, der Gitarre und Gesang 1 übernimmt. Das heißt, wir fragen den jetzt und dann sagt er, okay, ich will meine eigene Gitarre drauf haben, ich will mein Mikrofon drauf haben, ich möchte beide E-Pianos auf meinem Monitor drauf haben, ich hätte gerne den E-Bass und das Saxophon. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie Output 1 sagen, okay, diese Kanäle sollen jetzt bitte da auf Output 1 auch rauskommen.
Jetzt gibt es, wie gesagt, zwei Wege, wie ihr das angehen könnt. Der langsame wäre folgender. Ihr wisst ja, dass sein Monitor-Lautsprecher auf Output 1 angeschlossen ist. Also, ja, Mixbus Output 1. Jetzt selectet ihr den ersten Kanal, bei dem ihr wisst, dass er diesen Kanal, also das, was da angesteckt ist, auf seinem Monitor-Lautsprecher haben will. Also in unserem Fall jetzt seine Gitarre oder sein Gesang. Die Reihenfolge, in der ihr das macht, ist wurscht. Nehmen wir jetzt erstmal sein Gesangsmikro. Das ist Gesang 1 und liegt auch auf Kanal 1. Also wählt man Kanal 1 aus und schaut dann auf diese vier Encoder-Räder hier drüben. Hier könnt ihr dem Kanal, den ihr ausgewählt habt, sagen, auf welchen Output bzw. halt Mixbus er sein Signal abzwacken soll, bevor es in den Main weitergeht. In unserem Fall wissen wir, dass der Typ sein Gesangsmikro, also Kanal 1, auf seinem Monitor haben möchte, also Output 1. Das heißt, wir gucken jetzt da wieder zu diesen Rädchen hin und drehen auf dem ersten Rädchen so ungefähr auf die Hälfte. Jetzt nochmal zum Verstehen. Ihr habt jetzt Kanal 1 gesagt, den habt ihr selected, das ist ja sein Gesangsmikrofon. Habt ihr jetzt gesagt, bitte schick eine Kopie von deinem Signal auf Output 1, bevor du es an den Main weitergibst. Jetzt aber weiter in der Liste. Er will jetzt auch seine Gitarre auf dem Monitor-Lautsprecher haben. Das heißt, wir schauen, auf welchem Kanal seine Gitarre ist. Das ist ja Gitarre 1 oder wenn er Manfred heißt, dann habt ihr es vielleicht Gitarre Manfred genannt. Die liegt in diesem Fall auf Kanal 3. Wieder Kanal auswählen, am ersten Rädchen da oben bei diesen vier Rädchen auf ungefähr die Hälfte, drei Viertel drehen, je nachdem, ich meine, jeder Input ist unterschiedlich laut, das müsst ihr halt ungefähr abwägen, wie laut es sein soll. Und voilà, jetzt habt ihr Kanal 3 gesagt, bitte schieb dein Signal auch an Output 1, bevor es an den Main rausgeht. Eine Sache, die man aber beachten muss, ist, dass das Mischpult, ich meine, wir haben ja 16 Outputs und da sind nur 4 Regler, dass das Mischpult nicht 16 Regler hat, um alle 16 Outputs einzustellen, sondern ich meine, es muss ja irgendwie Platz gespart werden. Deswegen hat man das Ganze in Vierergruppen aufgeteilt. 1 bis 4, 5 bis 8, 9 bis 12, Mathe, 13 bis 16. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Kanal 1 auch auf Output 5 haben wollt, dann drückt ihr an der Seite auf 5 bis 8 und könnt dann quasi an dem ersten Regler, der jetzt nicht mehr Output 1 ist, sondern Output 5, dreht den hoch und dann habt ihr das Ganze auf Output 5 geschoben. Das ist quasi, um Platz zu sparen. Versteht sich eigentlich von selbst, oder? So, das gleiche Prozedere macht ihr jetzt auch für die anderen Kanäle, die er auf seinem Monitor-Lautsprecher haben möchte. Das heißt, E-Pianos, also damit Kanal 9 und 10 und 11 und 12, den E-Bass, damit Kanal 5 und das Saxophon und damit quasi Kanal 13. Das macht ihr genauso wie vorher, also quasi einfach den Kanal auswählen, wo ihr den Monitor draufschalten wollt und die 1, also den Output 1, dann hochdrehen. Jetzt merkt ihr aber selber, dass das gefühlt ewig dauert, bis man die ganzen Monitor-Lautsprecher dann konfiguriert hat. Ich meine, das sind sie Monitor-Lautsprecher. Wir haben jetzt gerade mal zwei Kanäle durch von dem ersten Lautsprecher. Wie gesagt, ihr müsst ja den ganzen Bums noch dann für Output 2 bis 7 machen. Das dauert ewig. Nur, dass ihr dann für Output 2, wenn jetzt zum Beispiel Gesang 1 auf Monitor 2 kommen soll, dann müsst ihr halt Kanal auswählen und dann statt dem ersten Rädchen das zweite drehen, weil das ja Output 2 ist. Das dauert ja ewig. Dafür gibt es nämlich eine wesentlich schnellere Variante und da kommen wir auch schon zu Variante 2. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass wir das auch erst vor kurzem rausgefunden haben und ich deswegen noch mega hyped bin, dass es das gibt, weil das so viel Zeit spart und einfach so einen so unendlich viel produktiver macht. Es gibt nämlich hier diesen Knopf, der heißt Sense on Faders. Wenn ihr einen der Mixbus Fader auswählt, also auf Select drückt und dann Sense on Faders drückt, dann sind diese ganzen 16 Regler hier links, solange Sense on Faders rot blinkt, nicht die Lautstärkeregler für die Kanäle, sondern die sind umgeschaltet auf wie laut das Signal für diesen Kanal, also für Kanal 1 bis 16 und 17 bis 32, auf Mixbus 1 kommen soll. Also ihr macht quasi das, was ihr vorher an den ganzen Drehencodern für jeden einzelnen Kanal selber gemacht habt. Jo Leute, kleiner Einwand gerade, wo ich den ganzen Bums hier filme. Das mit dem Sense on Faders hier, der jute Knopf, das könnt ihr auch genauso umgekehrt machen. Es muss nicht zwingend sein, dass ihr einen Mixbus auswählt und dann Fader Flip macht, beziehungsweise Sense on Faders, und damit dann quasi diesem Mixbus, den ihr gerade ausgewählt habt, die Kanäle zuteilt, sondern ihr könnt das Ganze auch umgekehrt machen. Ihr wählt einen Kanal aus, macht dann Sense on Faders und könnt dann diesem Kanal Mixbusse zuweisen. Das macht das Ganze viel praktischer, denn wenn ich jetzt das hier hochschiebe, dann seht ihr, wie es diesem Kanal diesen Mixbus hier zuteilt, an dem Rädchen, wo wir ja vorhin schon dran gedreht haben. Das könnt ihr auch mit vier Stück gleichzeitig machen und die dann quasi da hochdrehen. Wollte ich nur mal kurz sagen, ihr könnt also wie gesagt quasi, anstatt dass ihr einen Mixbus auswählt und da Fader Flip macht und dem ein Mikrofon zuteilt, beziehungsweise Mikrofone zuteilt, könnt ihr das auch andersrum machen, einen Kanal auswählen,
Faderflip machen und diesem ausgewählten Kanal, in dem Fall jetzt Kanal 1, die Mixbusse zuteilen, indem sie hochschiebt. Nicht vergessen, danach wieder Faderflip ausmachen, nicht erschrecken, sie gehen dann quasi dahin, wo sie vorher waren, nämlich in ihre normale Position, als wären sie Lautstärkeregler. Also ihr macht quasi das, was ihr vorher an den ganzen Drehencodern für jeden einzelnen Kanal selber gemacht habt, macht jetzt andersrum. Ihr wählt nämlich jetzt den Mixbus-Kanal aus und sagt ihm, welche Input-Kanäle draufgeschaltet werden sollen. In unserem Fall ist es jetzt bei Mixbus 1 Gesang 1, Gitarre 1, die E-Pianos und die Bassgitarre und das Saxophon. Also einfach Mixbus 1 auswählen, Sends on Faders aktivieren und dann die entsprechenden Regler hochschieben. Also bei uns 1, 3, 5... Die Pianos sind ja 9 und 10, 11 und 12 und dann das Saxophon 13. Ungefähr so 3 Viertel. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jetzt müsst ihr Sends-on-Faders wieder ausschalten, damit ihr nicht, wenn ihr die Regler rumschiebt, umstellt, wie sehr die auf die Mixbus-Kanäle kommen sollen. Denn ihr wollt ja, wenn die Show dann läuft, dass die Regler einstellen, wie laut die Mikros auf die Main-Anlage kommen. Deswegen schauen, dass Sends-on-Faders aus ist, sonst das endet gar nicht gut. Und dass es jetzt 10-mal schneller war als die Variante vorher, das checkt jeder Spacko. So, und das, was ihr jetzt gerade gemacht habt, das macht ihr auch noch für Mixbus 2, 3, 4, 5, 6 und 7, weil wir ja 7 Monitorlautsprecher in unserem Beispiel haben. Das geht jetzt aber wesentlich schneller als vorher. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann bumm, seid ihr fast fertig. Warum nur fast fertig mit Mixbus-Konfiguration, erkläre ich euch gleich, das kommt noch, keine Sorge. Jetzt könnte man sich aber fragen, wieso gibt es aber dann diese Encoder-Rädchen, wenn man das doch viel schneller über Sends und Faders machen könnte? Das ist eine gute Frage. Naja, ich meine, es hängt davon ab, was für ein Event gerade ist und wie ihr das einstellen wollt. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass Kanal 1 bis 6 auf Mixbus 3 kommen soll, dann blödes Beispiel, weil da macht man das eigentlich auch schneller über Sends on Faders, weil Mixbus 3 auswählen, Sends on Faders und Kanal 1 bis 6 hochschieben, Sends on Faders ausmachen und bumm, habt ihr in 5 Sekunden gesagt, 1 bis 6 möchte ich auf Mixbus 3 haben. Extrem nützlich sind diese Rädchen aber, wenn ihr sehen wollt, welche Mixbus-Kanäle jetzt auf diesem einen Kanal angeschlossen sind, also quasi verlinkt sind, weil man das ja alles gleichzeitig sieht. Denn wenn ihr den Kanal auswählt, dann seht ihr ja, wie weit die hochgedreht sind auf Mixbus 1, 2, 3, 4, 5 und 6 bis 12 oder 16. Andersrum haben wir ja nur gesehen, welche Kanäle auf dem einen Mixbus drauf sind. Andersrum sieht man, auf diesem Kanal sind welche Mixbus-Kanäle angeschlossen. Jo, Ibims nochmal, kleine Sache wieder aus dem Film. Und zwar habe ich wieder vergessen zu sagen, dass man ja das Ganze auch umgekehrt machen kann mit Kanal auswählen und dann Sends on Faders machen. Denn ich habe ja gerade eben gesagt, wenn man jetzt den Kanal auswählt, dann seht ihr ja hier, welche Mixbusse quasi da jetzt zugeordnet sind. Das könnt ihr aber noch viel schneller machen, wenn ihr quasi alle sehen wollt. Indem ihr jetzt einfach Sends on Faders drückt, dann seht ihr, auf welcher Lautstärke die Mixbusse jetzt sind. Na, versteht sich, oder? Wichtig, wieder ausmachen. Kleiner Tipp, man sieht es noch viel besser und viel übersichtlicher, wenn ihr hier auf View klickt, weil dann seht ihr quasi alle Mixbus-Kanäle, die auf diesem einen Kanal verlinkt sind. Boah, Sprache, Deutsch. Bubble. Wie gesagt, im Grunde ist es einfach nur eine perspektivische Sache, weil einstellen tut ihr bei beiden Varianten eins zu eins das Gleiche, nur beim einen, ja, ihr wisst Bescheid. Um jetzt aber noch einen wichtigen Punkt anzusprechen, bevor das hier zu langweilig wird. Ich habe ja vorhin gesagt, man ist da nur fast fertig, wenn man da die ganze Gedöns eingestellt hat. Wenn ihr zurück an die Signallinie denkt, dann habe ich ja gesagt, dass man den Mixbus-Kanal an verschiedenen Stellen von der Signallinie, von den Inputs, das Ganze abgreifen lassen kann. Das ist wirklich so damn hilfreich, dass man das ändern kann, denn manchmal will man nicht, dass die Lautstärke-Regler von den ganzen Kanälen nicht beeinflussen soll, wie laut das Signal zum Mixbus abgekappt werden soll, weil der das dann vor dem Regler abkappt. Nicht abkappt, sondern halt sich eine Kopie rausgreift. Das nennt man dann eben Pre-Fader, denn Pre heißt ja davor, kennen wir ja vom Preamp, und Fader ist der englische Begriff für einen Schieberegler. Oder manchmal will man, dass das Signal, das zum Mixbus geht, nicht von dem Equalizer von dem einzelnen Kanal beeinflusst werden soll, weil man einfach das Signal, wie es reinkommt ins Mischpult oder in die Stagebox, einfach in seiner Rohform zum Mixbus weiterschicken möchte. Dafür wählt ihr nämlich, naja, ich meine, wie immer, wenn man irgendwas verändern will,
Select-Knopf von dem Mixbus, den ihr umstellen wollt, also wo ihr umstellen wollt, wo er das Signal jetzt auf der Signallinie von den Input-Kanälen abgreift. Die Sätze werden immer länger, I'm sorry. So, wenn ihr jetzt den Mixbus ausgewählt habt, also keine Ahnung, ihr, weiß ich nicht, wollt Mixbus 1 verändern, wählt den Mixbus 1 aus, drückt hier auf Home, das ist eigentlich standardmäßig immer ausgewählt, aber drückt einfach vorsichtshalber nochmal 10-mal drauf und navigiert dann mit dem Pfeiltasten 1 nach rechts, damit ihr auf dem Feld oben auf dem Tab Config ankommt. Hier seht ihr dann eine Liste, wo Pre-EQ, Post-EQ, Pre-Fader, Post-Fader und der ganze Kram drinsteht. Was machen diese ganzen Felder aber jetzt, wenn man die auswählt? Naja, ein bisschen kann man sich das selber erklären, wenn man halbwegs logisch denken kann, aber ich gehe das trotzdem mal durch, weil es für jedes einzelne Feld quasi einen anderen Anwendungsgebrauch gibt. Anwendungsgebrauch? Einen anderen... Ach, keine Ahnung. Eine andere Anwendung gibt, wo es nützlich sein könnte. Naja, okay, eigentlich will ich nur die wichtigsten durchgehen, weil das sind die, die ihr eigentlich brauchen werdet und nicht mal da werdet ihr alle jemals brauchen. Also das erste heißt Pre-EQ. Also ich meine, okay, das erklärt sich eigentlich von selber, denn hier zwackt der Mixbus-Kanal das Signal auf der Linie des Inputs vor dem Equalizer ab. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr zum Beispiel 10 verschiedene Mikrofone auf diesem Mixbus-Kanal verlinkt habt, dann habt ihr auch 10 verschiedene Equalizer, die normalerweise dann zum Mixbus rübergeleitet werden würden. Und nachdem jeder Equalizer anders klingt und eigentlich für den Gesamtraum ausgelegt ist, also für die Main-Anlage und nicht für den Monitor-Lautsprecher, könnte das ein bisschen, ich sag mal, unpraktisch werden. Wenn ihr jetzt quasi die Einstellung Pre-EQ aktiviert, dann sagt ihr dem, wie gesagt, haut es vor dem Equalizer raus und könnt dann am Mixbus selber in der Signallinie von Mixbus ein EQ draufklatschen, wenn ihr das trotzdem noch verändern wollt, wenn mehr Bass rein soll, mehr Höhen oder sonst was. Nur das verändert dann quasi alle, in dem Fall 10 Kanäle, die da reinkommen. Die werden ja gebündelt zu einer Signallinie und dann wird die gesamte Signallinie von diesem Equalizer verändert. Und nur damit es euch nicht verwirrt, man muss auf Outputs 1 bis 12 oder halt alle, die noch übrig sind, muss man nicht zwingend Monitorlautsprecher anstecken. Das kann alles mögliche an Boxen sein. Deswegen gibt es ja eben diese verschiedenen Einstellungen. Nur müsst ihr eben beachten, dass bei Pre-EQ, Post-EQ und Pre-Fader der Lautstärkeregler von den Inputs, also von den Kanälen selber, von den Input-Kanälen, keinen Einfluss darauf hat, wie laut das Signal in den Mixbus weitergegeben wird. Das regelt ihr quasi in erster Linie immer dann, wenn ihr die Kanäle den Outputs zuteilt, also entweder an diesen Encoder-Rädchen oder wenn ihr Sense-on-Faders drückt. Das stellt ein, wie laut das Signal auf die Mixbusse rüber soll. Das heißt nämlich, wenn ihr die Regler bei Pre-EQ, Post-EQ und Pre-Fader, wenn ihr die Regler bei den Inputs ganz runter macht, wird trotzdem noch was zu den Mixbussen gehen. Denn ihr habt ja gesagt, greift ihr das Signal vorher ab und zwar so und so laut. Noch was vergessen, das gilt nur, wenn ihr den Kanal nicht gemutet habt. Wenn der gemutet ist und ihr ein Signal reinbekommt auf dem Mikrofon, dann wird es auch nicht auf dem Mixbus ankommen. Außer ihr entmutet den Kanal, dann kommt es am Mixbus an. Was, wenn ihr das jetzt aber so haben wollt, dass das vor dem Fader abgegriffen wird, aber der Equalizer noch mit drin sein soll? Ja, dafür gibt es dann die Einstellung Post-EQ. Das Post steht immer quasi für etwas, was danach sein soll. Post-EQ ist nach dem Equalizer, Pre-EQ vor dem Equalizer. Erklärt sich eigentlich von selber. Wofür braucht man das? Naja, wir benutzen das eigentlich nicht so oft, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn man will, dass zum Beispiel die Monitor-Lautsprecher die Mikrofonsignale mit deren Equalizer bekommen sollen, dann here we go. So, aber kommen wir langsam zu dem bisschen spannenderen. Was, wenn ihr auf den Outputs alles von der Signallinie, von den Inputs drin haben wollt, nur ihr wollt nicht, dass der Fader das beeinflusst? Dafür gibt es die Einstellung namens Pre-Fader. Das heißt, hier zwackt sich der Mixbus das Signal ab, bevor es durch den Fader gelaufen ist und damit dann quasi die Lautstärke von... Und damit dann quasi von der Lautstärke her das Signal verändern könnte. Benutzen wir ja auch nicht so oft, aber manchmal ist es ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel einen Lautsprecher hat, der zwar alle Mikrofonsignale bekommen soll, auch mit Kompressor, Gate, Equalizer, Low-Cut etc., aber das Ding ist in einem ganz anderen Raum und soll von den Fadern, von den Input-Fadern nicht beeinflusst werden, weil die ja quasi zum Konzertraum eingestellt wurden. Also nur so als Beispiel, wie gesagt, benutzen wir eigentlich echt nicht oft. Jetzt aber zu dem viel spannenderen Dingens namens Post-Fader. Das Ding ist so dang nützlich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also angenommen, ihr habt jetzt auf Output 1 und 2
keine Monitorboxen angeschlossen, sondern ihr habt die Verstärker für einen Delay Tower angeschlossen. Diese Delay Tower sind ja Boxen, die das Publikum beschallen. Das heißt, sie sollen 1:1 quasi das abbekommen, was die Main-Lautsprecher abgeben, nur halt verzögert. Und für diese Verzögerung müsst ihr sie auf einen separaten Output packen. Das heißt, die sollen die komplette Signallinie von den Input-Signalen abbekommen, auch mit Fader, und dann umgeleitet werden auf Output 1 und 2. Das heißt, bei der Post-Fader-Einstellung schnappt sich der Mixbus-Kanal erst ganz am Ende von der Signallinie vom Input das Signal ab, weil das ja auch dann noch durch den Fader vom Output gehen soll, durch den Fader vom Input gehen soll. Also grob zusammengefasst kann man sagen, dass wenn man die Outputs dafür benutzt, um ein Signal an den Monitor-Lautsprecher zu schicken, dann macht es am meisten Sinn, die Pre-EQ, Post-EQ oder Pre-Fader-Einstellung zu nehmen. Wenn aber an diesen Outputs Boxen angeschlossen sind, die dazu benutzt werden, ein Publikum zu beschallen, dann macht es am meisten Sinn, eine Post-Fader-Einstellung zu nehmen, denn also wenn ihr die Inputs runterregelt, dann regeln sie sowohl an der Main-Anlage als auch an den Delay-Town oder je nachdem, was halt auf diesen Outputs angeschlossen ist, runter. Kleine Info am Rande noch, bevor wir dann hier fertig sind, weil die Aufnahme hier schon eine halbe Stunde geht. Wenn ihr einen Delay-Tower aufgebaut habt und dem ein Delay verpassen wollt, beziehungsweise eigentlich verpassen müsst, weil sonst ist kein Delay Tower und dann klingt es scheiße, dann stellt ihr das folgendermaßen ein. Ihr drückt auf Routing, navigiert so lange nach rechts, bis ihr auf diesem Tab Out angekommen seid. Jetzt schaut ihr, dass ihr links in dieser Reihe den richtigen Output-Kanal ausgewählt habt. Also da steht zwar Output, aber Output ist Mixbus, quasi, so im übertragenen Sinne. Dass ihr den richtigen Output-Kanal ausgewählt habt. Mixbus 1 ist Output 1. Da scrollt ihr dann hin. Und jetzt dreht ihr ganz rechts so lange an dem Rädchen, bis ihr den gewünschten Delay eingestellt habt. Wie ihr den richtig einstellt und wie man das misst und bla bla bla, dazu habe ich ein anderes Video gemacht. Aber Delay anschalten nicht vergessen. Extrem wichtig, weil sonst bringt da die ganze Gedöns nichts. So. Das war so ein langes Video. Es tut mir leid. Aber trust me, es war worth it. Mixbusse ist ein großes Thema und Mixbusse sind... ich sag's mal so, ich wollte gerade sagen, sie sind nützlich, aber man kommt nicht drum rum. Man muss die verstehen, sonst bringt's euch das nichts, weil man so viel machen kann mit Mixbussen, das ist geil. Leck mich am Arsch, Alter. 33 Minuten Aufnahme.